Sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, wir versammeln uns heute mit großer Freude, um nicht nur das zweijährige Twitch-Jubiläum einer bemerkenswerten Streamerin zu feiern, sondern auch einen bedeutenden Meilenstein in ihrer aufregenden Reise zu würdigen. Es ist uns eine Ehre, im Namen der gesamten Moderator-Community über die wunderbare Reise von Gaming Dindel zu sprechen. In den vergangenen zwei Jahren haben wir gemeinsam mit Gaming Dindel unglaubliche Abenteuer in der Welt des Streamings erlebt. Von wagemutigen Minigames bis hin zu furchteinflößenden Horrorgames, von adrenalingeladenen Rennen in Forza Horizon 5 bis zu gemütlichen Kochsessions und tiefgründigen Plauderstunden. Nicht zu vergessen die In-Real-Life-Streams, in denen sie mit uns zusammen die Welt erkundet und Spannendes erlebt. Gaming Dindel hat nicht nur unsere Lachmuskeln strapaziert, sondern auch bewiesen, dass wahre Leidenschaft und Hartnäckigkeit Früchte tragen. Unsere Streamerin hat eine einladende und warmherzige Umgebung geschaffen, in der wir nicht nur Zeugen ihrer spielerischen Fähigkeiten werden, sondern auch Freundschaften knüpfen, Erfahrungen teilen und Momente des Lachens und Staunens erleben können. Ihre beiläufigen, zweideutigen Äußerungen und die unvergesslichen Erschreckmomente haben uns oft Tränen des Lachens in die Augen getrieben. Diese Momente sind Zeugnisse ihrer Authentizität und ihrer Fähigkeit, selbst in den schrägsten Situationen ihren einzigartigen Sinn für Humor zu bewahren. Lasst uns gemeinsam Gaming Dindel zu ihrem zweijährigen Twitch-Jubiläum und zum Erreichen des Twitch-Partner-Status beglückwünschen. Auf viele weitere Jahre des Spielens, Lachens und der Verbindung in dieser wunderbaren Community. Hoch lebe Gaming Dindel! Mit herzlichen Glückwünschen im Namen des gesamten Moderator-Teams. Könnt ihr alle mal einmal was in die Hand nehmen? Also wirklich so in die Hand nehmen, ne? Ich stelle mir das nämlich gerade vor, wie ihr zu Hause sitzt und jeder von euch jetzt was in der Hand hat. Getränk in die Hand. Hallo Lanschik. Hallo Regen. Es fängt an zu regnen. Scheiße. Ich. Nein. Ah! No! No! Wasser können wir nicht, oder können wir durchs Wasser fahren? Sollen wir mal gucken, ob wir untergehen? Chat! Hui! Nee, geht. How are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. Christi Dimra, morgen Schnitzelklopfer. Schnitzelklopfer! Hab ich unter mir in der Wohnung morgens um 7. Erinnere mich nicht daran. Knipselklopfer! Na, Chat, wenn ihr nicht artig seid. Ja. Nehmen wir mal das nächste. Das ist jetzt das ohne Panko. Flashback.
glaube, da war ein bisschen Wasser dran. Egal. Ups. End of Flashback. Oops. Now it is fixed. Chat, ist es jetzt fixed? Ja! Ich hab's ihm geklaut. Ah! Ah! You got crushed by a tentacle? Nein. Jetzt? Ah! Nein! Fuck! Nein! Nein! Fuck it up, fuck it up. Don't give a shit. Wir reden darüber nicht. Wählt im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte eine Driftstrecke. Auch Dirndl. Ich kann ja gar nicht driften. Ich bin im Geiste meiner Vollkraft. Alles Gute, Gaming Dirndl. Zu 2 Jahren auf Twitch. Alles Gute, liebes Dirndl, es ist so schön, dass es dich gibt. Ich habe mir jetzt keinen Text ausgedacht für dieses Liedchen hier. Doch wie es sich gehört, stoßen wir jetzt an mit einem Weißbier. Ich wünsche dir alles Gute zu 2 Jahren auf Twitch. Ich wünsche dir alles Gute, es ist so schön, dass es dich gibt. Es ist so schön, dass es dich gibt. Wir haben dich alle lieb. Mehr fällt mir gerade auf die Schnelle so nicht ein. Wir wünschen dir alles, alles Gute zu 2 Jahren auf Twitch. Holy shit. Heute ist der Montag. Nein, heute ist der Dienstag, nachdem du auf dem Ring fahren warst. Und ich konnte nicht zugucken. Weil ich kein Internet hatte. Das tut mir furchtbar leid. Aber das ist ja jetzt nicht das Thema hier, oder? Nee. Ich wünsche dir alles Gute zu 2 Jahren Twitch. Es ist so schön, dass es das Dirndl gibt. Ich wünsche dir alles Gute, so schön, dass es dich gibt. Wir haben dich alle lieb. Ich wünsche dir alles Gute zu 2 Jahren Twitch. Liebes Gaming Dirndl, deine Zucker für die Ohren heute ohne Jule, weil Jule am Arbeiten ist. Ciao, ciao! So, Melli, zu deinem 2-jährigen Jubiläum habe ich eine kleine Überraschung. Der Triumphbogen. Und genau so hast du den Triumph geholt. 2 Jahre auf Twitch. Gratulation dafür. Du machst es einfach immer wieder genial.
Bitte bleib so, wie du bist, und ich möchte weiterhin so geilen Content von dir sehen. Danke dafür. Liebes Gaming-Dirndl, hallo Melanie. Danke für deine letzten 2 Jahre innovativen und tollen Inhalt in deinem Stream. Du hast dich mega entwickelt, hast mittlerweile viele, viele Kollegen überholt und machst das weiterhin sehr souverän. Deine Streams sind toll, deine Contents sind toll und ich gucke dir sehr gerne zu. Bitte mach weiter so. Danke. Dein Drinklinker. Grüß dich, Melli. Servus, liebes Dirndlchen. Ich habe nicht viel Zeit, mir ist mein Zeitslot gekürzt worden. Also in dem Sinne mache ich schnell. Ich wünsche dir alles, alles Gute und herzlichen Glückwunsch zu dem Jubilä... zu dem zweijährigen Dirndl-Jubilä... zu deinem zweijährigen Dirndläum natürlich gemeint. In dem Sinne, da sagen wir singen noch schnell was. Heute knallt's noch in München? Nein, es knallt bestimmt in einigen Schlafzimmern heute noch, Hans. Entschuldigung. Zweiten. Ich schreie, aber Chat, nicht, dass wir gleich nicht mehr streamen können, weil Tastatur nicht geht. Hat nicht gesagt, dass du ein Vöglein bist. Und du bist gut zu Vögeln, oder, Scorp? Also wenn, scheiße. Kann man das löschen? Nope. Leute, wir stehen hier. Ich habe euch zur spektakulären... Hier, zur spektak... Scheiße, ich kann es nicht aussprechen. Spektakulärsten Konstruktion aller Isarbrücken. Schaut euch die spektakulärste an. Die spektakulärsten. Speck. Speck. Da steht drauf, mindestens haltbar bis 2.1. Also jetzt sieht's so aus. Es sind richtig rund. Und... Emotional damage! Es ist schlecht! Ne, ich habe natürlich in diesem Handladen nichts Unerhörtes getan, ne? Natürlich nicht. Ich habe gar nichts gemacht. Zeig mal die Pupillen her. Da ist nichts. Ich habe nichts gemacht mit dem Hand. Gar nichts. Oh. Haben Sie das gewählt? Das ist die Antwort. Nicht jetzt. Wenn nur Geister falsch liegen, sind wir noch ewig hier. Zu einfach. Ihr seid ja solche Streber. Ihr habt's alle gewusst. Auf ein neues. Welche nur ich Zutat nicht. Findet man normalerweise nicht in weißer Schokolade? Was? Was ist denn Kakaonips? Ich hab keine Ahnung. Ich backe nicht. Haben Sie das gewählt? Das ist die Antwort. Ich
bin gleich wieder zurück. Haben Sie etwas Geduld? Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Und es laufen vielleicht ein paar auserwählte Quilps. Hä? Ein paar auserwählte Quilps? Meine Fahrkünste, weil ich mit der Hupe rumgespielt habe. Was war das jetzt? Warum ist denn jetzt? Entschuldigung, das hat mich jetzt geflasht. Und irgendwie, ich finde, das Bild sieht irgendwie krass aus. Ich weiß nicht, habt ihr auch Gedanken? Warum ist denn jetzt da genau in der Mitte über dem Dekolleté dieser Balken? Ich... Das Dirndl geht gern aufs Oktoberfest, weil sich's der Super feiern lässt. Doch was es da am liebsten mag, das erzähl ich euch das nächste Mal. Na gut, dann eben gleich. Auf dem Rondel, da hängt ne schicke Gondel. Und in der Gondel, da sitzt das fesche Dirndl. Dem Dirndl fliegt in der schicken Gondel. Auf dem Rondel, das Dirndl. Oh, in die Höhe. So. Jetzt wollt ihr natürlich alle wissen, wie es weitergeht, ne? Aber das erfahrt ihr in der nächsten spannenden Fortsetzung. Vielleicht ein kleiner Vorgeschmack. Ihr fragt euch bestimmt, wie das geklungen hat, als das Dirndl vertikal geflogen ist. Das klang dann ungefähr so. Das war's jetzt von mir. Alles Gute, liebes Dirndl, und der Biber ist raus. Hallöchen, Dirndl, und erstmal alles, alles Liebe und Gute zu deinem Jubiläum. Ich weiß noch, vor einem Jahr, da habe ich dich Forza spielen sehen und du hast dich durch Horrorgames durchgequält. Jetzt tingelst du durch München, bist Partner, bietest deiner Community so viel tolle, abwechslungsreiche Sachen, kletterst auf Berge, setzt dich in Autos, die sowas von durch die Kurven heizen. Hut ab, mach weiter so. Ich freue mich, Teil deiner Community zu sein und ich wünsche dir noch zig Jahre mit so einer Community, mit so vielen abwechslungsreichen Ideen und ich freue mich, dabei zu sein. Mein liebste Melanie, die Zeit rast, es ist schon wieder soweit, dein zweijähriges Jubiläum steht an. 2 Jahre Twitch, das ist eine enorme Zeit und sieh dir an, was du geschafft hast, das ist grandios und was du auch noch erreichen wirst, da bin ich mir ganz, ganz sicher und wie schön und toll und wie herzlich du als Mensch bist und die Leute in deinen Streams auch immer gut unterhalten kannst, du machst das super, lass dir niemals was anderes sagen, mach immer weiter so und ich und wir alle freuen uns auf die kommenden Jahre mit dir. Und ich denke, ich kann für alle sprechen, wenn wir sagen oder wenn ich sage, wir sind sehr stolz auf dich.
So, und jetzt geht's los. Die eigentliche Petitesse. Der Gründer des Englischen Gartens war 1753 in Massachusetts. Scheiße, ich kann Massachusetts. Ihr lacht euch bestimmt über mein Massachusetts. Ja, hihihi, selber. Ich kann das nicht aussprechen. Sag doch selber mal Massachusetts. Das ist sehr bescheuert. Massachusetts. Wenn ich jetzt mit euch mein Messer kaputt mache. Ich habe zu viel Kleidung an, die mich beim Öffnen hindert, richtig. So. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Ganz ehrlich, seht ihr, was mit dem Messer passiert? Ihr seid doch alle bekloppt. Mach ich's richtig? Christi Pimmer, Christi. Nee, Gummientenmantel, die Mods haben die Adresse auch nicht. Oh, ich steck's. Es hat Klack gemacht. Moderiert's mal, Chat. Ja, jetzt macht's mal. Ist ja kein Kinderschlecken hier. Hä? Push me and then just touch me till I can get my satisfaction. Push me and then just touch me till I can get my satisfaction. Chat, ich habe noch meine Wäsche da draußen stehen. Ich glaube, es regnet heute nicht. Ich muss nachher mal die Wäsche reinholen. Meine Wäsche steht auf dem Balkon. Ich bräuchte mal jemanden, der die reinträgt. Ich habe keinen Bock. 2 hours later. Ich muss mal gucken, ob es regnet. A few moments later. Echt jetzt? Du stehst auf, schaust raus, ob es regnet, aber lässt die Wäsche draußen? Kappa, also du bist nur zu faul, sie reinzuholen, nicht um rauszugehen? Ja, weil... Richtig, danke für 100 Bits. Ja, weil... Das ist so umständlich, mit dem Ding, das Ding da durch die Tür zu wuchten, weil die Wäsche hängt ja noch drauf, Wolfi. Das ist so. Ich stream lieber. Spielt Point and Click Point Run. Wie nennt man das? Point. Ist es so ein Click. Click Point. Click Point Run und. Ich kann's nicht. Point and Click Game. Oh, ich habe doch 6 Geschichten. Also, scheiße. 6, also nicht 5. Wir fahren querfeldein. Oh, da ist Wasser. Ups. Ich habe das Gefühl, bei dem DLC kann man alles kaputt fahren. Den habe ich nicht gesehen. Ups. Gib mir mein Platz zurück. Gib mir mein Platz zurück. Ich will doch die 10. sein. Gib mir mein Platz zurück. Bevor mein Herz auseinanderbricht. Je eher du weißt, umso leichter wird's für mich. Ich geh raus!
Jackpot verpasst. Ich war ja am Samstag, ne, bei Marienkäfer. Da waren auch einige andere, da habe ich den Kuchen hingebracht, den ich mit Hass gebacken habe, aber der mit Liebe verspeist wurde. Und da sind Dinge passiert. Wolfi, ich möchte dich an etwas erinnern. Bitte lies. Hallo, Melli! Hallo, Melli! Die Marienkäferfamilie wünscht dir alles, alles, alles Gute zu 2 Jahren Twitch. Hey, Melli, wir haben dich kennengelernt als unglaublich tolle Menschen. Du gibst uns viel Kraft im Projekt und das freut uns. Und wir wünschen dir natürlich für die nächsten 15 Jahre, mindestens mal, viel Kraft, viel Energie und bleib wie du bist. Und wir freuen uns einfach für dich. Ciao. Hi, Gaming-Dündel und Friends. Ich hoffe, du hast heute einen wundervollen Tag und lässt dich wirklich schön feiern, denn heute ist dein 2. Twitch-Jubiläum und es ist super aufregend. Bei der Gelegenheit auch herzlichen Glückwunsch zu deinem Twitch-Partnerhaken. Eine super große Sache und es steht dir außerordentlich. Dieses Jahr ist das Video leider ohne Dirndl, aber du weißt, wir hatten mal über das Dirndl-Shopping gesprochen. Jederzeit, meine Liebe, vielleicht ist dann das nächste Video wieder mit Dirndl. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe, auf dass es noch sehr viele Jubiläen gibt. Und ja, lass es dir gut gehen, lass dich feiern und liebe Grüße. Ciao. Was habe ich da gehört? 2 Jahre machst du diesen Wahnsinn schon mit. Dirndl-Jäum, oder wie immer das genannt hast. Liebes Gaming-Dirndl, auch von mir, vom ältesten Wirtshaus der Welt, vom Muck. Wir kennen uns ja zum Glück. Herzlichen Glückwunsch zu deinem 2-jährigen Jubiläum. Ich wollte ganz herzlich gratulieren und sehr viel Spaß bei deiner Jubiläumsfeier oder deinem Stream, wie auch immer, dass du das angehst. Viel Spaß wünschen, viel Glück wünschen und schau, dass du weiter so dran bleibst, weil du machst es echt super. Und dementsprechend nur das Beste von mir. Jederzeit wieder herzlich willkommen neben mir hier am Ofen oder bei irgendwelchen IRL-Streams draußen. Ich darf mich tierisch freuen, wenn wir die Zusammenarbeit, die wir angefangen haben, weiterführen. Von daher, hau rein und bis bald. Servus. Hi. Wir wollen dich nicht verändern, um dich zu deformieren. Und nicht den ganzen Abend Streamer durchrotieren. Aber eines geben wir zu, das Maspermall bist du. Schlafen wir heute Nacht nicht ein, ohne dich schauen wir auf Twitch nicht rein, ohne dich kommen wir heute nicht zur Ruhe. Das, was wir wollen, bist du. Happy 2 Jahre, Dirndl, bleib so wie du bist.